Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchte ich mal ein bisschen über das Kinderkrankheit Autismus sprechen. Was ist Autismus? Wieso verbreitet sich das extremstartig, also viral? Ich habe gelesen, in Amerika rechnet man damit, dass jedes zweite Kind ab 2030 schon Autismus auf die Welt kommt. Und ich weiß, Europa hängt immer ein bisschen hinterher, aber wie stark wir hinterherhängen, das möchte ich heute auch ein bisschen erfahren, aber auch, was wir dagegen tun können, dass es überhaupt nicht so weit kommt zu diesem Autismus. Ich habe heute einen Wissenschaftler eingeladen, der sich damit auch schon beschäftigt hat. Er ist Arzt, aber auch ein Experte in integraler Medizin. Es ist der Arkadi Prokopov, der ich Ihnen gleich zeigen möchte. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und da ist mein Gast, lieber Arkadi, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Alexander. Sehr gerne. Ist ein trauriges Thema eigentlich, total traurig. Ja, das Thema ist dramatisch. Dramatisch, weil wir sehen, wie kämpfen die Mutter, die Familien, um autistisches Kind zu helfen, zu verbessern. Ja, und natürlich gibt es immer Hoffnung, dass es kann man heilen, reparieren. Und dramatisch ist auch, dass der Wachstum ist ein globales Problem. In Amerika ist es einfach die größte Nummer, in Europa wenige, aber wir sehen das auch in Indien, in China, in Russland. Also es ist ein globales Problem. Und man fragt dann, wieso? Man sagt, dass es hat eine genetische Ursache. Aber Autismuswachstum ist so ungefähr letzte 50, 60 Jahre. In 50, 60 Jahren Genen können sich nicht so verändern, dass plötzlich steigt genetisches Problem. Mhm. Also wir verstehen, das ist eine Probleme, Umweltprobleme, hat zu tun mit Ernährung, mit Umweltbelastung, mit Elektrosmog, also mehrere Komponenten. Jetzt sagst du es gerade, Zucker, ich höre immer wieder Zucker und im Bereich der Ernährung, ja, wo ein wesentlicher Faktor, ja, darstellt. Und man hat ja mit der Umstellung von Menschen im Autismus mit der ketogenen Ernährung sehr viel Erfolg. Das ist so verschiedene Technologien, um zu verbessern den Zustand von solchen Patienten, Lebensqualität zu verbessern. Und manchmal man kann erreichen eigentlich eine gute, stabile Funktionalität. Und solche Kinder dann werden nicht behinderte Kinder. Die wachsen als Menschen mit bestimmten so Qualitäten. Die sind ein bisschen anderes, aber die sind nicht behinderte Menschen. Diese Menschen können übrigens haben viel bessere Qualität, zum Beispiel in mathematische Rechnungen. Ja, ja. Da gibt es Musiker, perfekte, fantastische Musiker, mit autistischer Symptomatik. Und auch so Wissenschaftler. Also man kann nicht sagen, dass Autismus eine Krankheit ist. Es ist eine besondere sozusagen Konstellation von Entwicklung vom Gehirn. Aber von heute, wir wissen ja ganz genau, dass pathophysiologisch zu beschreiben, Autismus, besonders im früheren Stadium, ist eine chronische Niedrigstufe, chronische Inflammation, Entzündung vom Gehirn in Kombination mit Disbalance vom Immunsystem. Deswegen, wir sehen Symptome, die richtig sozusagen stammen auf vom Kopf, vom Gehirn, diese Probleme mit Sprache, mit Anerkennung, mit Kontakt, mit Kommunikationen, mit Empathie. Auf der anderen Seite, wir sehen Probleme mit Darm, Probleme mit Immunsystemen, Probleme mit zum Beispiel mit Knochen, Bindegewebe ist abgeschwacht. Also diese Konstellation zeigt schon, dass es ist eine fundamentale Problem. Es ist man kann nicht sagen, dass es etwas Fehler im Verhalten ist, dass die Fehler, die Eltern haben was falsch gemacht. Nein, es ist viel, viel tiefer. Und bei 90% von diesen Kindern, man findet mitochondriale Dysfunktion. Was ist mitochondriale Dysfunktion? Also die Mitochondrien, die energieproduzierende Komponente in unseren Zellen, die funktionieren einfach nicht so, wie sollen die funktionieren.
Diese Mitochondrien haben einfach schlechte Qualität. Ein durchschnittliche Mitochondrien müssen, nun in Klammern sagen, müssen haben so 90% Effizienz. Eine perfekte Mitochondrie 100%. Es existiert aber nicht. Immer ein bisschen weniger. Mhm. Aber die Mitochondrien, dysfunktionelle Mitochondrien, die produzieren, die haben zur Funktionalität nur 40%, 50%. Also die Batterie ist halb leer. Die Batterie ist ja halb leer, immer halb leer. Und das bedeutet, die produzieren wenige Energie für alles. Für Immunprozesse bei Kindern, ganz wichtig, für Wachstumsprozesse. Ja? Und für Gehirn, natürlich, das Gehirn entwickelt sich bei Kindern entwickelt sich rasant. Ja? Und genauso während dieser großen Geschwindigkeit vom Gehirnentwicklung, wir sehen Manifestation vom Autismus normalerweise im Alter 1 bis 2, da kommen die ersten Manifestationen. Weil zum Beispiel ein Kind geboren, ganz gut, alles perfekto, alle Qualitäten bei normalen Messungen, der Kind ist ganz gesund. Und dann im Alter 1, man sieht schon, bekommt eine Retardation, ja, der will nicht in die Augen sehen, der will nicht so versuchen zu sprechen, der ist eigentlich schwach und so und so. Oder später zum Beispiel im Alter 2, der hat schon angefangen zu sprechen und jetzt da kommt eine der kommt nicht mehr, der hat kein Interesse, der spielt immer mit dasselbe Zeug, der macht so automatische Bewegungen. Also das gibt schon ein Verzeichnis von Symptomen. In dieser Zeit, man findet, es stattfindet eine chronische, so in Englisch so low-grade inflammation, also niedriggradige Enzephalomyelitis auch, man sagt. Also nicht die richtige Entzündung, die produziert akute, schwere Symptome, aber immer so brennende Feuer und produziert viel Fog, viel also Rauch. Abgase, ja. Abgase im Gehirn. Und das natürlich, die ganze Niveau, die ganze Entwicklung vom Gehirn wird gebremst. Entwicklung vom Immunsystem wird gebremst. Verdauungssystem auch. Also diese Abgase eigentlich ja, die verhindern die ganz normale physiologischen Prozesse. Was kann man dagegen machen? Man muss dieses Verhältnis von Mitochondrien verschieben. Also die schlechten Mitochondrien unterdrücken, reduzieren, die guten Mitochondrien unterstützen. Besser futtern die gute Mitochondrien. Aber das kann ich doch nicht bei Babys schon machen. Eigentlich müsste doch das die Mutter machen, dass eigentlich die Eizelle bereits und das Kind in einem hervorragenden... Ja, eben, ich habe es verstanden, gell? Hast du ganz gut formuliert. Ganz gut formuliert, weil was können wir machen, dass diese schlechten Mitochondrien kommen nicht überhaupt in die Eizelle? Können wir das machen? Ja, eine gute Nachricht. Wir können das machen. Erst, die Mutter muss sich bereiten zum Schwangerschaft. Ja? Wie kann man dann verbessern die Mitochondrien während dieser Vorbereitungsprozess? Wir haben ja schon ein ganz funktionierendes Protokoll. Erst natürlich mit richtiger Ernährung. Das bedeutet immer einfache Kohlenhydrate weg. Ernährung Richtung Paleo-Diäte. Mhm. Was ist Paleo-Diäte? Es ist Gegenteil von Vegan-Diäte, muss ich ehrlich sagen. Weil unsere Vorfahren haben vor Millionen Jahren sich ernährt. Vom Fleisch, Fett und dann, was noch geblieben, ein bisschen was ist zum Gewachsen. Anderes konnte man nicht über mehrere Eiszeiten überleben. Man in diese Eiszeiten. Man konnte was viel essen, Fett, Fleisch und alles andere. Also es ist kein Diskussionsthema. Weil die gute Mitochondrien, die neue, gute Qualität Mitochondrien, die metabolisieren Fett perfekt. Fett und Ketonen. Und die produzieren viel Energie und wenige toxische freie Radikale. Mhm. Wann die sind aber abgeschwacht oder statt Fett mit Glucose gefüttert, kontinuierlich, dann ruinieren sich Mitochondrien viel schneller. Es ist ganz genau so, dass sie haben einen Dieselmotor und die futtern immer diesen Dieselmotor, mischen ein bisschen Benzin. Ja?
Es kann schneller laufen, aber schneller geht kaputt auch. Und deswegen, sie bekommen in bestimmter Zeit schon ruinierte Mitochondrien. Und diese ruinierte, beschädigte Mitochondrien, Mutter bringt an diese Einzelle und übergibt an seine Kinder. An ihre und das Kinder. Ist jetzt eigentlich die klare Kaskade. Das ist die Kaskade. Und das ist auch der Grund, warum es immer schlimmer wird, weil genau. wir nach wie vor diese zuckerlastige Ernährung haben. Das ist ein Komponent. Zuckerlastige Ernährung ist eine. Natürlich Umweltvergiftung, Umweltfaktoren, ja. natürlich die Elektrosmog ja. und alles noch anderes. Ja? Also, und wichtig ist auch, dass es gibt Mechanismen während embryonaler Entwicklung, die eliminieren abgeschwachte Mitochondrien und abgeschwachte Embryonen. Die hatten früher funktioniert, heute die funktionieren nicht so gut. Mhm. Deswegen mehr und mehr beschädigte Mitochondrien verteilen sich in der Bevölkerung. Und dann eine Mädchen mit beschädigten Mitochondrien, was für ein Kind kann sie produzieren? Auch mit beschädigten Mitochondrien. Deswegen kommt diese Lawine vom Autismus und andere mitochondriale Krankheiten und mitochondriale Dysfunktionen. Weil Autismus, das ist nur ein Beispiel. Der andere ist auch, gehört zum Diabetes Typ 2, ja, und einige Autoimmunkrankheiten. So, das ist die Ursache immer dasselbe. Mhm. Verschlechterung, generelle, globale Verschlechterung von Qualität von Mitochondrien. Mhm. Mitochondriale Dysfunktion. Und das ist die Ursache vom Wachstum, von all diese chronischen Leiden. Und die gute Nachricht ist, dass wir können das doch reparieren. Also eine Vorbereitung für Schwangerschaft, dass die Mutter muss sich vorbereiten. Ja, Schwertoxine eliminieren, Schwermetalle eliminieren, dann Ernährung umstellen. Zum Beispiel bei Veganern ist eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe, was für ein Problem. Weil die Veganer selbst können relativ gesund bleiben. Aber die schlechtere Mitochondrienqualität ist schon garantiert. Vererbt. Ja. Dann vererbt, dann ihre Kinder bekommen schlechtere Mitochondrien und noch dazu vegane Ernährung am Anfang an. Garantiert schlechte Immunität, IQ deutlich niedriger und keine Chance, es zu verbessern. Leider, es ist so. Also Ernährung Richtung doch Paleo-Diät. Natürlich, es muss individualisiert werden, weil für einige, also Paleo-Diät ist nicht so gleich für alle Menschen. Ja? Man muss doch individualisieren. Auf jeden Fall, tierischer Eiweiß ist absolut nötig. Das bedeutet Hochqualität Fleisch, Fisch, Eier, ja. Und dann weiter. Also was jetzt mit tierischer Eiweiß ist unbedingt nötig. Dann je weniger Zucker, desto besser. Lieber ohne Zucker. Dann es ist garantiert, durch diesen metabolischen Filter kommen durch nur gesunde Mitochondrien. Es gibt zum Beispiel Patente schon in Amerika, die zeigen Verbesserung von mitochondrialer Qualität durch ketogene Ernährung. Mhm. Also ketogene Ernährung ist auch ein heißes Thema. Perfekte Kombinierung mit unserer Methode. Eine perfekte Synergie entsteht. Also man kann dann vorbereiten sich für gute Schwangerschaft, für gesunde Schwangerschaft und dann bekommt man gesunde Kinder. Aber wenn ich jetzt so autistische Kinder sehe, ja. oder Kinder mit Autoimmunerkrankheiten bis hin zu Diabetes, also von Geburt an schon, ja. so traurig wie es ja. halt ist. Da habe ich jetzt nie gesehen, dass man solche Babys, Kleinkinder in eine IHHT-Therapie steckt. Ja. Aber ist das machbar? Es ist natürlich, es ist eine sozusagen noch eine experimentelle Therapie. Weil ich noch die Klammer aufmache, wenn es die Mutter ja nicht gemacht hat und ja, das Kind ja. jetzt das eigentlich die Früchte hat, ja. der Saat und leider mit dem leben muss und möglichst schnell eigentlich selber gesunde Mitochondrien haben möchte, dann müsste das Baby IHHT-Trainings machen. Ja. Das ist die häufigste Situation, die wir heute sehen, wir heute haben. Weil bis keine Symptome, natürlich keine Mutter überhaupt kümmert sich an was soll ich machen. Sie hat nur viel zu tun mit gesundem Kind. Sie hat voll beschäftigt. Und plötzlich gesundes Kind im Alter 1,5, 2 Jahre zeigt diese Symptome von Autismus.
Autistic Spectrum Disorder. Dann sucht sie die Ärzte. Sucht sie die Ärzte und so, und sie sucht die Praktiker, alle möglichen Esoteriker, und alle sagen, naja, was kann ich machen, oder nehmen sie diese Tablette hin, die machen ein bisschen dumm, aber wenigstens, dass es eine Balance entsteht, also keine Hoffnung für Verbesserung, für Stabilisierung. Gott sei Dank, wir haben das schon, wir sehen schon das anderes. Wir fangen an mit folgendes Programm. Erst natürlich, man muss bei Kind Ernährungsumstellung machen, weil diese Kinder, autistische Kinder, die haben Neigung schon zum bestimmten Essen, und dieses Essen ist kaum gesund. Eben, das ist ja keine zum Beispiel, ja, so Flocken mit Zucker, mit oder nur bestimmte Sorte, andere Sorte geht nicht und so, also alles. Ja. Und das ist immer, hat zu tun mit, da muss immer zu viel Kohlenhydraten und Zucker stehen. Wieso? Weil die beschädigten Mitochondrien in dieses Kind, in seine Zellen, die schreien, wir mögen nicht Fett, wir mögen Zucker, nur Glucose. Und das läuft über den ganzen Körper. Das Kind, der kriegt nur Süßige, nur das und das. Und es beschleunigt diese Schaden, beschleunigt nur Autoimmunentzündungsprozesse im Gehirn. Das ist das Wichtigste. So, man muss erst diese Feuer löschen mit Zucker eliminieren, einfache Kohlenhydrate eliminieren, stufenweise Ketone anbringen. Heute gibt es schon Produkte, die sind reich mit Ketonen. Also richtige, gute Fleisch, gute Fette. So, und gleichzeitig, wir fangen an hypoxisches Programm. Bei Kindern schon ab Alter 1,5 Jahre, man kann schon anwenden. Es ist unglaublich schwer oder meistens schwer, weil kannst du Kind überzeugen, der will überhaupt nichts Neues. Und jetzt muss der durch die Maske atmen, natürlich der revolviert, der revoltiert sich. Ja? Doch, wir haben verschiedene Lösungen. Zum Beispiel, wir machen es als ein Spiel. Der Kind muss mit Mutter zusammen sitzen oder im Bett liegen. Mutter nimmt die Maske, atmet und zeigt, oh, wunderschön, ich fühle mich so gut. Das ist ein neues, wunderschönes Spiel. Willst du probieren? Ja, und Kind, manchmal, es klappt. Manchmal, wir müssen doch ein bisschen mit Gewalt arbeiten. Die Eltern zum Beispiel, Kind muss ein bisschen so halten, dass der bewegt sich so wenig, und dann doch die Maske am Gesicht, und die schreien am Anfang, aber dann sie verstehen, oh, ich fühle mich besser. Ja? Und normalerweise Kinder gehen in Schlaf, in eine Entspannung, und dann sie schlafen tief, eine Maske einfach, man kann mit einem Gurtel fixieren, und die schlafen ganze Sitzung ein. Nach 3-4 Sitzungen, die wollen es selbst schon, weil die verstehen, oh, es ist so gut. Und danach, die fühlen sich viel wohler, viel besser, ja, viel ruhiger. Und so, normalerweise, es klappt gut. Erklär mir nochmal, was passiert jetzt mit dieser Sauerstoffunterversorgung? Ist wie ein Höhentraining. Ja. Und dann wieder Sauerstoffversorgung, also dieser Schwankungsbeitrag, ja, macht etwas aus diesen schlechten Batterien. Genau, bitte. Diese schlechten Batterien, alle diese Batterien, gute und schlechte, die haben bestimmte Erste. Die wollen eigentlich, in Klammern natürlich wollen, dass die Sauerstoff bleibt immer auf dieselbe Niveau. Und dieses Niveau für Mitochondrien, für gesunde Mitochondrien, ist ungefähr 2 bis 6 Millimeter Quecksilber. Also relativ konstant. Ja? Es ist sehr, sehr niedrig. Hier wir haben 160 Millimeter Quecksilber. Die Mitochondrien bekommen aber deutlich weniger, weil sie brauchen kein höhere. Oder niedrige ist auch nicht gut. Und wann machen wir Introduktion, dass es schwenkt, dieser Partialdruck, Sauerstoffpartialdruck bei Mitochondrien, schwenkt zum Beispiel niedriger als 7 oder bis zum 1 und dann steigt bis zum 20. Also statt solche Linie, wir bekommen solche Linie. Für gesunde Mitochondrien, es ist ein Training. Die haben schützende Wirkung, die haben antioxidative Enzyme. Also die schützen sich, weil das ist ein Training für Bodybuilding. Beschädigte Mitochondrien haben diese schützende Wirkung verloren.
Die haben wenige Gene, ja. Deswegen, die können nicht Fett metabolisieren. Die brauchen Glucose. Mhm. Und jetzt, statt Glucose und kontinuierlicher Sauerstoff, die bekommen keine mehr Glucose und schwankende Sauerstoff. Also Stress. In solcher Stress, die überleben nicht. Die sterben aus, nicht rasant, nicht alle. Es braucht bestimmte Zeit. Mhm. Aber die ganze mitochondriale Population in die Zellen verbessert sich. Das heißt, die halbleeren, schwachen Batterien gehen in dieser Hypoxie kaputt und machen Platz, dass sich die gesunden Mitochondrien, die vollen Batterien, durch die Zellteilung vermehren können. Genau, absolut. Das ist ein typisches Evolutionsprozess. Und wenn ich keinen Platz habe, kann sich auch die gesunde Zelle nicht teilen. Ja, dieses Prozess ist nichts etwas Neues oder was Wunderbares, das ist der Grund für Evolution überhaupt auf der Erde. Und der verändert den ganzen Stoffwechsel dieses Kindes, nämlich... Genau, man muss aber rechnen, man muss verstehen, dass diese Impulse, diese Wirkung muss weiter kontinuierlich, man muss es weitermachen. Mhm. Weil macht man eine lange Pause, Kind wieder greift dann an Süßigkeiten, wieder an schlechte Ernährung und wieder macht kein hypoxisches Training. Doch bei diesen Kindern, es ist schon eine Veranlagung, die werden also einen, wie sagt man noch so, ein Relaps haben. Ja, ein Junkie ist einfach gefährdet, also, immer wieder reinzufallen. Man muss es weiter kontinuierlich machen, auch individualisiertes Programm und so und so. Also es ist nicht einmalige Heilung, es ist ein Impuls für weitlaufendes Prozess und dieses Prozess muss man unterstützen. Also bedeutet, Diäte halten, hypoxische Training weitermachen und wenn Kind wächst schon weiter, besonders kritisch ist die Pubertät. Ja? Nach Pubertät ist schon viel einfacher, weil die Kinder schon selbstbewusst, die wissen ja ganz genau, nein, ich esse es nicht. Ich brauche zum Beispiel Training. Diese Kinder auch, die sind sehr diszipliniert. Die machen zum Beispiel Ausdauertraining, auch Krafttraining ab bestimmter Alter. Ja? Und dann dieses Kind wird statt ein behinderten Kind, der wird ein vielleicht manchmal ein brillanter Mensch, weil die sind viel mehr diszipliniert, die können sich besser konzentrieren. Ja? Und deswegen, ich glaube, dass diese Methode hat überhaupt keine, sozusagen, es gibt keine andere Methode, die kann man vergleichen. Man kann natürlich noch dazu was Gutes machen, ja, kann man zum Beispiel verbessern die Detoxifizierung, aber Unterstützung von Mitochondrien ist Nummer eins, ist auch Fundament für Detoxifizierungsprozesse. Man kann verbessern ja Verdauungsprozesse und auch Bindegewebe. Alles steht auf die mitochondriale Plattform. Wir verbessern Mitochondrien, automatisch verbessert sich alles. Wir haben jetzt in Klinik in Moskau, wir haben eine führende Klinik. Wir haben jetzt 5 Jahre Erfahrung mit ausgezeichneten Resultaten. Da kommen schon Leute aus Europa, aus verschiedenen, alle möglichen Länder. Und wir haben perfekte Resultate, genau so bei Autismus Spectrum Disorders. Ja? Jetzt, ich mache schon einen Vortrag, jetzt in diesem Sommer kommt ein Kongress in Rumänien, ja? und in Serbien. Und ich mache dort Vortrag über diese Methode und zeige die Resultate von dieser Klinik. Mhm. Und natürlich, wir wollen diese Methode jetzt verbreiten, weil die Methode ist relativ einfach ja, und effizient. Mist, die Sendezeit jetzt schon wieder durch, aber wenn ich noch eine Klammer mache, ist es ja eigentlich so, wir bringen den Menschen, ob jung oder alt, ob autistisch oder krank, viel, viel schneller aus der Glykogenese, aus diesem Zuckerstoffwechsel raus, in die ketogen produzierende Zelle, wo Fette verbrannt werden, eine andere Energiequelle da ist. Wir können aus dem Zuckerjunkie das verändern. Wir haben Alzheimer-Prävention oder Optimierungen, Parkinson wahrscheinlich auch. Alle neurodegenerativen Erkrankungen werden doch wahrscheinlich auch im Zusammenhang hier gefördert durch die IHT, weil wir hier den Stoffwechsel verändern und gesunde Mitochondrien bauen. Ganz genau.
Dann wir haben schon ganz positive Erfahrungen mit Alzheimer-Krankheiten, besonders im Anfangsstadium. Ich habe schon mehrere Patienten geholfen. Mit Parkinson-Krankheit, je früher, desto besser, weil es bremst die Progression von Krankheit. So mit Alzheimer ist auch. Und in manchen Fällen ist es einfach verschwindet, komplett. Ich hatte eine ganz gute Erfahrung mit einer Frau in Mallorca, die hat diagnostiziert mit Alzheimer, alles hoffnungslos. Tja. Nach einem Jahr Therapie, die ist frei, absolut frei, alle Symptome weg. Ja. Gut, dann habe ich mir für einen anderen Tag, wenn wir wieder mal zusammenkommen dürfen, schon drei Themen aufgeschrieben mit dir. Eine Sendung zu machen über Tumorschmerzen, Alzheimer, Parkinson sollten wir thematisieren nochmals, aber auch das Thema, weil ich das gleich auch verstanden habe, man müsste eigentlich nur schon alleine durch IHT-Therapien, Behandlungen, Schnaufaktionen massiv abnehmen. Gewichtverlust. Ja, oh, Gewichtabnahme ohne mitochondriale Verbesserung ist Oxymoron. Es ist nicht möglich. Ja, es ist ein Domino. Es ist Domino, es ist ein Jojo-Effekt, nicht anders. Ah, ja, nicht Domino, ja, okay. Jojo-Effekt. Jojo-Effekt. Genau. Aber wenn der Körper mehr verbrennt, ist es weg. Verbessert sich die Mitochondrien, reduziert sich Gewicht automatisch. Ja, logisch. Klar. Mehrere Beispiele habe ich schon. Müssen wir eine Sendung darüber machen. Ja. Gut, für die Leute, die jetzt sagen, Autismus, neurogenerative Erkrankungen meines Kindes, Autoimmunerkrankung bis Diabetes, ich möchte jetzt mehr wissen, wie ich dieses IHHT integrieren kann in eine Behandlung, in Zusammenarbeit auch mit meinem Arzt. Wo kann der Arzt, der Therapeut oder die Mutter, die Besorgte, eine Informationsplattform finden, um sich schlau zu lesen? Wir haben jetzt eine gute Plattform hier in Europa, hier in der Schweiz. Eine Studio Fit for Life bei Michael Beck in Siegenthal-Station. Und dort wir organisieren Seminare, regelmäßig Seminare für Ärzte und auch Nichtärzte, Heilpraktiker und einfach Leute, die wollen sich tief in die Thema sozusagen tauchen. Und dort gibt es tolle Möglichkeiten, verschiedene Geräte zu ausprobieren, die Methode, auch diagnostische Möglichkeiten. Ja, und ich kann nur empfehlen, diese Plattform für jemanden, der will sich in diese Methode sozusagen tauchen, ja, ausprobieren. Danke dir ganz herzlich. Ich erinnere mich an einen Autismuskongress, wo eine Dame da war, die hat das erzählt, dass sie ihr Kind autistisch war, 15 Jahre lang nie mit ihr reden konnte, also die Mutter mit dem Kind. Und als sie das Kind dann wirklich entgiftet hatte, Ernährung rigoros ketogen umgestellt hatte, ich weiß nicht, ob die IHT auch schon drin war oder nicht, aber sie hat gesagt, nach 15 Jahren hat das Kind erstmals mit ihr gesprochen. Ja, ja, das ist so. Wow. Ja, es ist erstaunlich, wir sehen solche ähnliche Resultate, wir sehen praktisch sehr, sehr, sehr oft. Also es ist eine behandelbare Geschichte und nicht etwas, was man einfach gottgegeben annehmen muss und es ist ein Leben lang so, nein, es lässt sich behandeln. Ja, und das, diese Methode selbst, das macht einfach Körper gesunder, viel gesunder, dass es auch für gesunde Menschen nur Vorteile bringt. Und für autistische Kinder, das ist die einzige Lösung. Klar, natürlich, wenn wir es so verstanden haben. Ich rede immer gerne über Prävention. Prävention Nummer eins für uns auch. Letztendlich ist der Körper in die Lage zu versetzen, seine Baustellen mit viel mehr Energien selber zu sanieren. Ja. Und das ist die Mitochondrien, die auf Höchstleistung, auf gefüllte Batterie Leistung erzeugen kann. Ich danke dir ganz herzlich, Arkadi. Popokopf war das für Sie, jetzt wollte ich noch wieder den Namen falsch aussprechen, ein Klassiker von mir. Entschuldige bitte, ich kann's. Alles Gute, gell? Und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen hier wieder einen deutlichen Mehrwert an Wissen vermitteln, was mich natürlich freuen würde, wenn es ebenfalls bei Menschen, die betroffen sind, zu wirklich fruchtbarem Erfolg führen darf. Das ist ein Segen für uns, eine große Ehre, das Wissen zu vermitteln, auch eine große Ehre, mit solchen Wissenschaftlern zusammenzusitzen. Und ich hoffe, wir tun Ihnen was Gutes. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.